Das, was der AfD-Abgeordnete Keuter da im Bundestag vorgeschlagen hat, als Lösung, haben wir ja gerade gehört im Beitrag, sofortiger Waffenstillstand gegen Rücknahme sämtlicher Sanktionen und eine Volksabstimmung in den von Russland besetzten Gebieten unter internationaler Beobachtung. Ist das auch Ihre Vorstellung? Wissen Sie, wir müssen jetzt in der etlichsten Woche und Monaten des Krieges auch darüber reden, wie wir diesen Krieg so schnell wie möglich beenden können. Ja, welche Forderungen vor allen Dingen wir als Deutschland erheben können. Und ich denke, gerade Deutschland als ein starkes Land in Europa muss endlich auch hier dazu beitragen, auf dem humanitären Weg mit Diplomatie zu glänzen und auch hier Forderungen an beide Seiten, wo man Kompromisse auch schließen kann, dahingehend vorzuschlagen, um diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Ja, das können wir ganz im Detail jetzt machen. Ich nehme das dann mal als Ja und sage zum ersten Punkt, dieses Konzept Waffenstillstand. Wie wollen Sie Putin denn an einen Tisch mit Selenskyj kriegen? Er will nicht verhandeln, sondern dass die Ukraine seine Bedingungen erfüllt. Dann erst können die Waffen schweigen. Das wäre ein Diktatfrieden. Wissen Sie, wir kennen noch gar nicht die Vorhaben von Putin und wir wissen noch nicht mal genau, was er konkret vorhat. Also muss man ja erstmal. Aber wir wissen, er weigert sich mit Selenskyj. Wissen Sie, es weigern sich auch die Amerikaner, sich mit den Russen an den Tisch zu setzen und da gehören die mit hin. Es ist nicht nur die Aufgabe von Selenskyj, sich mit Russland auseinanderzusetzen, sondern auch die Amerikaner, die dort eine gewichtige Rolle in diesem Konflikt spielen. Und die Amerikaner weigern sich genauso wie vielleicht auch in einigen Punkten die Russen. Und deswegen muss er als neutraler Vermittler auf Deutschland auftreten und hier versuchen, vielleicht sogar als Versammlungsort hier in Berlin diese Möglichkeit zu schaffen, dass sich alle Parteien an einen Tisch setzen, um Kompromisse auszuhandeln. Wir wollen den Krieg so schnell wie möglich beenden. Aber wenn Sie sagen, die USA müssen sich mit Russland an einen Tisch setzen, dann heißt das auch, die Ukraine ist für Sie kein souveräner Staat, der gleichberechtigt mit Russland am Tisch sitzen sollte. Das habe ich nicht gesagt. Es geht hier hauptsächlich ja auch um europäische und amerikanische Interessen, die nicht deckungsgleich sind. Nein, es geht auch um amerikanische Interessen, das wissen Sie ganz genau. Denn es war ja immer ein Vorhaben, dass zum Beispiel Nord Stream 2 verhindert werden sollte. Das hat vor dem Krieg bereits Joe Biden beim Besuch von Olaf Scholz ja bekräftigt. Als Olaf Scholz neben ihm stand und eigentlich nichts dazu gesagt hat, als Joe Biden meinte, Nord Stream 2 darf niemals ans Netz gehen. Was ist das für ein souveräner Bundeskanzler? Was ist das für eine Offenbarung eines deutschen Kanzlers? Herr Kropala, ich frage deswegen so genau nach, weil Sie sagen, die Ukraine soll nicht mit am Tisch sitzen, weil auch bei Ihrem zweiten Punkt, um den Sie vorgeschlagen haben, nämlich Volksabstimmung, ist es genau dasselbe. Auch da würde über die Ukraine ohne Beisein der Ukraine abgestimmt und es wären Fake-Abstimmungen, weil dort nämlich Zivilisten geflohen sind, ermordet oder zwangsumgesiedelt und Ergebnisse würden dann manipuliert und von falschen Wahlbeobachtern abgenickt. Das haben wir immer wieder gesehen, im Beitrag auch gezeigt, auch von AfD-Abgeordneten, die sogar von Russland dafür auch noch bezahlt wurden. Finden Sie eigentlich das gut, dass sich AfDler dafür hergeben? Wissen Sie, wir müssen über Kompromisse reden, wie Sie es gerade gesagt haben. Und da muss man natürlich auch sehen, welche gibt es für diese Region, welche gibt es für den Donbass. Wollen wir sagen, als Europäer, wir wollen die Krim und auch den Donbass zurückerobern? Mit welchen Mitteln? Wollen wir einen dritten Weltkrieg riskieren, indem wir weiter Waffen liefern und vielleicht als Kriegspartei von Russland anerkannt werden? Und das müssen wir verhindern. Das muss unsere Aufgabe sein. Haben Sie aber und da geht es darum, dass wir Kriegstote auf beiden Seiten verhindern müssen. Wir müssen doch, gerade wir Deutschen, müssen aus unserer Geschichte doch gelernt haben. Die letzten beiden Weltkriege haben 70 Millionen Tote verursacht. Und ich kann es einfach nicht hinnehmen, dass wir als Deutschland uns so freigebig der Unterstützung welcher Seite auch immer hergeben und diesen Krieg sogar noch verlängern wollen. Hier muss ich ganz kurz unterbrechen wegen einem Hinweis in eigener Sache. Gerade eben wurde eine Studie veröffentlicht und nach dieser haben ganz viele Personen immer noch keine Patientenverfügung bzw. eine Vorsorgevollmacht oder Notfallkarte. Ohne diese Dokumente kann es zu medizinischen Behandlungen gegen ihren Willen kommen und um eben das zu verhindern, müssen sie sich unbedingt eine Patientenverfügung zulegen. Mehr Informationen und auch eine Patientenverfügung für den Geldbeutel und rechtlich bzw. ärztlich geprüft finden Sie auf meiner Webseite. Der Link ist unter dem Video. Wir sind bei Ihrem außenpolitischen Konzept. Wir waren bei der Frage, ob Sie AfDler, ob Sie das gutheißen, dass AfDler sich auf Kosten Russlands zu Fake-Wahlbeobachtungen hergeben. Wissen Sie, es ist niemand auf Kosten Russlands dorthin gefahren. Das auch Staatsduma hat es bezahlt. Wissen Sie, wir haben Einladungen von unterschiedlichen Staaten, wo wir auch immer wieder Kontakte halten. Und das werden wir auch in Zukunft tun. Daran gibt es auch nichts auszusetzen. Ja, und wir pflegen und wollen auch weiterhin gute Kontakte zu allen Ländern, zu Amerika genauso wie zu Russland pflegen. Das ist Diplomatie und das ist wichtig.
Letzte Frage zu Ihrem außenpolitischen Konzept. Das Ergebnis der Volksabstimmung an der sogenannten wäre ja klar. Die Gebiete würden an Russland zurückgehen und die Sanktionen, die Sie ja ohnehin nicht wollen, würden wieder abgeschafft. Der Stärkere also, Putin, setzt sich im AfD-Konzept durch. Würden Sie Putin nicht mit diesem Vorgehen für seine Gewalt belohnen und ihn auch zu mehr ermutigen? Wissen Sie, was ist denn die Alternative? Und vor allem, wir reden jetzt schon über das, was eventuell nach dem Krieg sein könnte. Der Krieg ist noch nicht beendet. Und das ist schlimm genug. Also müssen wir erstmal alles tun. Und das ist auch die außenpolitische Agenda, die die Bundesregierung vertreten sollte, um diesen Krieg auf diplomatischer Ebene so schnell wie möglich mit Kompromissen beendet. Und ich finde es wirklich schädlich, wenn zum Beispiel ein Herr Merz sich hinstellt und sagt, er hat keine Angst vor einem dritten Weltkrieg, beziehungsweise er hat keine Angst vor einem atomaren Krieg. Aber wissen Sie, so ein Mann darf niemals Bundeskanzler werden. Und das verachte ich zutiefst, dass solche Aussagen von einem deutschen Politiker nach diesen zwei Weltkriegen noch kommt. Wo ist im AfD-Konzept der Punkt, der Putin zu Zugeständnissen bewegt? Denn zum Frieden gehören immer zwei, das sagen Sie ja selber. Ja, ich machen Sie es ganz konkret. Ich kann es ganz konkret machen. Wir haben einen Wirtschaftskrieg begonnen gegen Russland, indem wir Sanktionen gegen Russland beschlossen haben, die hauptsächlich unserer deutschen Wirtschaft, die unserer Bevölkerung schaden werden. Und ich gebe Ihnen jetzt schon die Gewissheit, dass die Bevölkerung mit der Umfrage, die Sie erst gezeigt haben, wo 70% damit einverstanden wären, dass das im Dezember oder im November nicht mehr der Fall sein wird. Weil dann flattern die Heizkostenabrechnungen in die Wohnzimmer der Bürger und auch in die Konzernzentralen und auch in die mittelständischen Unternehmen. Und dann werden wir mal sehen, wie dann die Zustimmung zu diesen Sanktionen noch ist. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen. Denken Sie noch an Ihre wichtigen Dokumente und bis bald dann zum nächsten Video.